schön liegt er, der katholische Friedhof in Nierstein. Hier liegt Helmut, der Mann von Doris Roth. Er liebt den Rhein und er trank auch sehr gerne ein Gläschen Wein und ist eigentlich fast täglich in Weinbergen auch spazieren gegangen, ja. Seine letzte Ruhestätte sollte dann auch eine besondere sein. Hierher kommen wir später noch einmal zurück. Doris Roth lebt jetzt allein. Erst im Juli hat sie ihren Partner verloren. Ohne Begleitung war der erfahrene Wanderer in den bayerischen Bergen unterwegs. Also die Schwägerin hatte mich angerufen, so 16 Uhr, 16.30 Uhr, ob ich was von meinem Mann gehört hätte. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe ihm noch eine WhatsApp geschickt, habe aber keine Antwort bekommen. Und abends um 18 Uhr stand dann hier die Polizei bei mir vor der Tür und haben mir gesagt, er wäre abgestürzt. Bayern ist ein Mann aus Rheinland-Pfalz beim Wandern tödlich verunglückt. Der 65-Jährige aus Nierstein war auf dem Stangensteig unterwegs. Das ist in den Alpen. Laut Polizei sei er 150 Meter den Hang hinabgestürzt. Er war gerade erst in Rente gegangen. Die beiden hatten viele Pläne. Wie sie irgendwann einmal beerdigt werden wollen, hatten sie bereits festgehalten. Anstoß dafür die Beerdigung seiner Mutter vor einem Jahr. Da war die Beerdigung in Bayern gewesen, also eine Erdbestattung. Und da hat er damals gesagt, also sowas möchte er nicht. Und hier haben wir dann halt von Freunden erzählt bekommen, mit den Weinbergen, mit dem Friedwingert. Und es hat ihm unheimlich gut gefallen. War letztes Jahr im November gewesen. Da hätten wir aber nie geglaubt, dass, ja, dass so früh einer von uns in dem Grab liegt. Der Friedwingert in Nierstein wurde 2019 eingeweiht. Die Atmosphäre hier, wo im Sommer Trauben hängen, eine ganz andere, als man sie sonst vom Friedhof kennt. Das hier ist die letzte Ruhestätte von meinem Mann. Ich habe auch bewusst ein Bild von uns beiden drauf machen lassen, weil irgendwann soll ich da auch mal mit reinkommen. Es ist einfach, wenn ich hier sitze und da fühle ich mich ihm nah. Ich weiß nicht, wie es bei einer anderen Grabstätte wäre, muss ich ehrlich sagen. Aber hier ist es einfach, es ist ja schön und hat für mich auch nichts Bedrückendes. Natürlich ist es traurig, aber ich komme gerne hierher. Die Weinstöcke sind ein echter Lichtblick für den katholischen Friedhof, sagt uns Christiane Engel. Das Bistum Mainz wollte ihn ursprünglich eigentlich mal aus Kostengründen schließen. Die Kirchengemeinde Nierstein wollte das verhindern und muss ihn jetzt selbst finanzieren. Da kam die Idee mit dem Friedwingert gerade recht. Denn die Gräber unter den Reben sind auch außerhalb von Nierstein gefragt. Jetzt sind wir zum Beispiel dabei, dass wir einen Landschaftsgärtner mal beauftragen, der uns sagt, wie wir den Friedhof noch attraktiver gestalten können. Dafür brauchen wir aber Geld. Und wenn du das nicht hast, kannst du niemanden beauftragen. Und das kommt jetzt durch diesen Friedwingert, sind wir dann ein bisschen besser aufgestellt, ja. 90 Urnenplätze finden sich hier unter den Reben. Sie kosten nicht mehr als ein normales Urnengrab, ein Drittel davon ist schon vergeben. Friedwingerte gibt es seit 2017 in Deutschland. Eine attraktive Option. Zumal laut einer Umfrage mehr als die Hälfte der Deutschen nicht mehr auf dem klassischen Friedhof begraben werden möchte. Der Trend zum immer individuelleren Grab ist auch Alexander Hellbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Eternitas bewusst. Sinkende religiöse Bindungen, Wald- und Seebestattungen, all das zieht die Menschen weg vom Friedhof. So ein Friedwingert ist ja relativ unkompliziert anzulegen und erfordert nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Man hat den Platz sowieso auf den Friedhöfen und gerade in diesen Regionen, in denen Weinbau stattfindet, hat das ja auch diesen schönen regionalen Bezug. Und es ist eine relativ unkomplizierte, attraktive Lösung, um den Friedhof attraktiver zu machen. Ja. Das Friedwingert-Grab von Helmut Wohlfahrt ist für seine Freunde und Verwandten kein Ort, um nur zu trauern. Und ein bisschen ist der Verstorbene auch immer selbst dabei. Ja, er kriegt immer einen ersten Schluck. Das hat er sich verdient. Ich käme gar nicht auf die Idee, auf ja, in Anführungszeichen normales Grab einen Schluck Wein zu gießen. Würde davor stehen, aber ja, das ist schon ist so eine ganz andere Atmosphäre halt einfach, ja. Und wenn man hier sitzt noch und die Sonne scheint und wie gesagt, man schaut dann noch auf den Rhein runter. Oder wenn dann die Glocken läuten und es ist einfach, ja, schön.
Eine neue, andere Form der Bestattung. Sollten alle Plätze auf dem katholischen Friedhof Nierstein einmal vergeben sein, sagt man uns, werde man wohl direkt einen weiteren Wingert anlegen.